Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Quick and Dirty Inspo Video von meiner Seite. Und es freut mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast oder hier neu vorbeischaust. Denn heute habe ich eine kleine Fotoidee für euch, die saisonal ist. Denn ich möchte mit euch Pusteblumen fotografieren, aber auf eine ganz besondere Art. Denn ich möchte die Pusteblumen anzünden. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Hier siehst du meine ganzen Materialien, die ich verwendet habe. Und darunter, wie immer, meine Kameraeinstellungen. Kurz vorweg, mach das Ganze nicht zu Hause in deinen vier Wänden, sondern geh raus, denn du spielst hier mit Feuer und das könnte natürlich einen Brand verursachen. Ich habe das Ganze jetzt hier auf meinem Balkon gemacht. Das heißt, im Hintergrund an die Fassade habe ich einfach dunkles Tonpapier herangeklebt, damit ich einen schwarzen Hintergrund habe. Ich finde, das sieht einfach schöner aus bei dieser Art von Fotos. Und dann habe ich die Pusteblume in ein kleines Fläschchen gestellt, das Ganze noch ein bisschen erhöht und mit dem Spot angeleuchtet. Warum mit dem Spot angeleuchtet? Ganz einfach, ich möchte jetzt hier auf jeden Fall genügend Licht auf der Pusteblume haben und gegebenenfalls auch den Rauch mit fotografieren. Ich habe das Ganze jetzt hier am Tag gemacht. Es war zwar ein bisschen bewölkt, also kein hartes Licht, aber der Spot hat auf jeden Fall gut dazu beigetragen, damit ich ein helleres Bild bzw. eine hellere Pusteblume habe, die sich mehr vom Hintergrund abhebt. Und dann heißt es jetzt einfach nur noch Fotos machen, am besten im Serienmodus oder bei Olympus im Pro-Capture-Modus, das Ganze vom Stativ. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Jetzt kommen meine Ergebnisse. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao. We'll be right back.